Hallo, Olaf Zeitens, ich bin der Geschäftsführer bei der Visual West. Die Visual West ist ein Unternehmen, wie der Name Visual West sagt, mit einer schönen grafischen Oberfläche, User Experience für den Kunden. Und wir sind Innovationstochter der Union Investment. Ja, hallo Olaf. Hallo. Schön, hallo, dass wir heute zu Gast bei Visual West sein dürfen. Katrin und ich freuen uns sehr. Ja, und ja, umso besser, dass wir dich als einer der Geschäftsführer von Visual West heute als Interviewpartner haben und du uns ein paar Fragen beantwortest. Gerne. Und ja, ich denke, wir starten auch einfach mal direkt, und zwar mit einer sehr naheliegenden Frage. Also Visual West bietet ja digitale Vermögensberatung an, auch bekannt als Robo-Advisory. Mhm. Vielleicht erklärst du unseren Zuschauern und uns erstmal, was ist das eigentlich genau und welche Nutzen stiftet das? Ja, also ich glaube, digitale Vermögensberatung ist ein besserer Name als Robo-Advisory, weil da denkt man irgendwie doch irgendwie mehr an so mechanische Roboter. Ja. Klar, das ist Software, klar, ist eine digitale Online-Strecke. Das heißt, man kann von zu Hause 7x24 Stunden, wie man es heute eben gewöhnt ist, von zu Hause ein Finanzprodukt abschließen, die Vermögensverwaltung. Das heißt, wir haben die Informationen aufbereitet, die man dafür braucht. Wir haben eine Beratungsstrecke, also wirklich juristisch gesehen, beim Vermögensmanagement muss man ja vorher nicht man ein paar Fragen beantworten, müssen den Kunden analysieren, müssen ihm das richtige Portfolio raussuchen. Das kann man auch online machen. Man kann aber dann auch wirklich online abschließen von zu Hause. Also bis hin keine Unterschrift mehr leisten, physisch muss nichts ausdrucken, einschicken, sondern man kann das wirklich end-to-end mit seinem Smartphone von zu Hause auf dem Sofa machen. Und das ist, glaube ich, auch die Neuerung darin. Danke, jetzt hast du ja schon relativ viele Punkte genannt, aber vielleicht nochmal, inwieweit unterscheidet sich denn die digitale Vermögensberatung von Visual West von der Anlageberatung der Union Investment? Gut, die Union Investment macht keine Anlageberatung, sondern unterstützt die Banken dabei. Mhm. Das ist, glaube ich, gemeint in dem Fall von euch. Ne? Also die Union Investment hat natürlich unterstützt, die Volks- und Raiffeisen-Bankenberatung zu machen, eben klassisch, der Kunde kommt in die Bank, sitzt so wie wir zwei zusammen, ich werde jetzt der Berater, ihr werdet die Kunden so ungefähr. Das wird es natürlich weiterhin auch geben, das müssen wir auch unterstützen. Aber dafür muss der Kunde nicht immer in die Bank kommen erstmal. Also jetzt ist die Frage, will der Kunde in die Bank kommen? Hat er die Zeit dafür? Hat der Berater Zeit für den Kunden? Das ist auch klar, die Berater sind heute auch unter ziemlichem Zeitdruck, logischerweise. Diese Beratungsgespräche in den Banken dauern sehr lange. Das heißt, es ist eine Alternative. Es ersetzt nicht das Gespräch in der Bank, es ersetzt auch nicht die Beratung, die Union mit den Banken sozusagen den Kunden anbietet, sondern es ergänzt sie für bestimmte Kunden. Weil es auch nicht heißt, dass die Kunden nicht vielleicht in der Bank abschließen und danach sozusagen unser Frontend benutzt, sozusagen. Entweder wir haben das White Label, kommen wir auch noch dazu, angeboten genau. In den Banken. Und ich glaube, da kann man eine Hybridwelt auch hinstellen, sozusagen. Wir werden keine digitale Lösung brauchen, wir brauchen eine Hybridlösung, wo es beides gibt und es wird auch Kunden geben, vielleicht eher ältere, die werden weiterhin komplett mit dem Berater in der Bank sitzen. Dankeschön. Das White Label Produkt ist ja schon von dir zur Ansprache gekommen. Und was für einen Mehrwert bietet es denn, das über die Volks- und Raiffeisenbanken noch quasi zu vertreiben? Und gibt es ja auch Unterschiede bezüglich der Altersstruktur und der Kundenansprache im Vergleich zu Visual West? Ja, die Kundenansprache ist anders. Wie gesagt, unsere Seite ist eine Du-Seite. Die Seiten der Volks- und Raiffeisenbanken sind noch Sie-Seiten. Das hat natürlich damit zu tun, dass vermutlich, das wissen wir noch nicht genau, wir sind jetzt noch nicht erst am Start, wir müssen diese Altersstruktur nochmal analysieren. Wir vermuten natürlich schon, dass die Kunden da vielleicht ein bisschen älter sind. Mit den Banken haben wir aus zwei Gründen oder drei verschiedenen Gründen diese White Label gemacht. Erstens, weil die Banken wollen es haben, wollen auch eine Online-Strecke haben. Sie brauchen auch eine Online-Strecke neben der stationären Beratung. Das ist absolut wichtig, einfach aus Imagegründen oder weil sie eben auch die Kunden nicht verlieren wollen, die sonst eben abwandern. Das ist ein wichtiger Grund. Für uns ist aber diese White Label auch sehr interessant, weil die Banken können bestimmte Probleme lösen, die wir im Internet haben. Das Thema Vertrauen des Kunden. Gebe ich mein Geld über vielleicht 20, 30 Jahre einem unbekannten Fintech? Wenn ich bei meiner Volks- und Raiffeisenbank bin, habe ich das Vertrauensverhältnis. Das ist die erste Hürde, die die Banken besser nehmen können als wir. Die zweite Hürde, die auch besser nehmen können, ist, sie können ja zusätzlich Beratung anbieten, und zwar nicht Beratung für das Finanzprodukt, sondern Beratung für das System. Kannst du mir mal erklären, wie dein Robo-Advisor MyInvest funktioniert? Dafür kann der Kunde in die Bank gehen, wenn er das unbedingt möchte, kann da das Vertrauen bekommen, dass ich auch das alleine bedienen kann. Der Berater kann in eine andere Rolle reinstiften, er wird dann sozusagen zum Abschlussberater und nicht mehr zum Abschlussdurchführer in gewisser Weise. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, den die Bank anbieten können, um eine gewisse Kundengruppe in der Mitte zwischen den reinen Online-Kunden, den reinen Beratungskunden, wird es eine relativ große Gruppe geben, vielleicht sogar die größte Gruppe, die genau das will. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg bei der Umsetzung der Vision. Ja, danke.